So, hallo Freunde. Das hier ist der erste von drei Teilen zum Tutorial, wie bringe ich Windows 7 auf USB-Festplatte zum Laufen. In diesem ersten Teil zeige ich euch jetzt einfach bloß kurz, wie man eine virtuelle Maschine auf Windows 7 installiert. Das ist eigentlich kein Hexenwerk, ich zeige es trotzdem, geht ganz schnell. Ihr klickt auf den Link, der ist übrigens unten in der Beschreibung angegeben. Geht hier auf dieser Microsoft-Seite hier einmal auf Weiter, ne? Gültigkeitsprüfung erforderlich. Jetzt möchte er von euch ein Plugin installieren, das habe ich schon. Einfach hier oben dann auf OK drücken oder Weiter oder Genehmigen. Dann Gültigkeitsprüfungstool, das müsst ihr einmal runterladen und ausführen. Damit wird euer System geprüft, ob das eine originale Version ist. Einfach mal ausführen. Das Ganze spuckt dann einen Code aus. So, hier ist er auch schon. In die Zwischenablage kopieren. Das können wir zumachen. Und dann einfügen und überprüfen. Jetzt wird online überprüft, ob wir ein Originalsystem haben. Wir haben ein Originalsystem. Ole, ole. Unten aufgeführte Datei herunterladen. Das ist hier einmal diese Virtual Machine Software herunterladen. Jetzt könnt ihr auswählen, ob ihr 64-Bit haben wollt oder ganz normal x86. Ich habe ein 64-Bit-System, deswegen muss ich die 64-Bit-Version runterladen. Ja, öffnen. Jetzt kann es sein, dass ihr noch ein Update benötigt. Ist bereits auf dem Computer installiert. Unter Umständen müsst ihr das Update installieren, danach müsst ihr einen Neustart machen. Einfach auf OK. So. Raus hier, alles schließen und dann geht ihr auf Start, alle Programme. Und hier habt ihr dann den Windows Virtual PC. Ja, also bei euch, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, nach dem Neustart besteht dieser Ordner hier, ist dieser Ordner da. So, und hier kann man jetzt auch einen XP-Mode simulieren. Oder eben eine ganz normale virtuelle Maschine erstellen. Das heißt, ihr macht quasi einen Computer in eurem Computer. Ja, wenn ihr jetzt hier einen neuen Computer erstellt, habt ihr ein jungfräuliches System ohne Betriebssystem, ohne alles. Und darauf könnt ihr installieren, was ihr wollt. Da könnt ihr spielen und weiß der Kuckuck was alles machen. Ja. So, das war's. Das ist das kleine Tutorial zu ja, Windows Virtual Machine. Weiter geht's dann im Teil 2 mit, wie installiere ich Windows 7 auf einer USB-Festplatte. Schön. Bis gleich.